Atlantis, Engel und die New World Order. Was jetzt wie ein feuchter Traum eines Telegram-Users klingt, kann Wirklichkeit sein. Moin, ihr hippen Dudes und Duderinas, herzlich willkommen beim 7. Adventskalender-Türchen hier bei Dice. Und heute habe ich ein ganzes Spiel für euch. Das kann ich nur im Groben einfach mal ganz vorstellen im Adventskalender, weil ganze Spiele nicht. Würde ich aber euch empfehlen, guckt euch auf jeden Fall mal die Spiele von mir an, die wir auf der Mac gedreht haben. Dann wisst ihr nämlich, worum es geht und dann könnt ihr euch auch einen genaueren Blick machen, wie der Spielablauf ist. Es geht natürlich heute um Rapture. Rapture, ein deutsches Skirmish-Tabletop-Spiel aus Deutschland, wurde 2020 via Kickstarter finanziert und wurde jetzt 2021 im November ausgeliefert. Und ich habe hier ein Buch und ich habe auch mein Pledge bekommen. Und ich finde das tatsächlich nicht nur nett, weil ich hinten drin stehe, als Danksagung, oh, vielen Dank nochmal, im Buch, sondern weil es eine schöne Sache ist, dass man sieht, wenn man ein bisschen Energie mit reinsteckt und ein bisschen Liebe in die ganze Geschichte, dann kann man auch sein eigenes Tabletop-Spiel auf den Markt bringen, was wahrscheinlich so auch nicht günstig war, wenn wir uns mal die Summen angeguckt haben, die bei Kickstarter da logischerweise aufgerufen werden mussten. Worum geht es bei Rapture? Bei Rapture geht es, die Hintergrundgeschichte ist schon so ein bisschen, muss ich sagen, da bin ich glaube ich nicht ganz durchgestiegen. Also ich habe die Hintergrundgeschichte dann teilweise gelesen, nicht ganz gelesen, weil ich irgendwie dachte, so, das muss jetzt die Ausgangssituation sein und die möchte ich ja mal schnell erklären. Aber irgendwie war ich in einem Dialog von zwei Charakteren drin, die dann sich über den aktuellen Stand unterhalten haben. Und dann gingen wir mal in die Vergangenheit und der Rest der Story wechselt zwischen Jahrtausende vor Christus irgendwo ins Jahr 1500 irgendwas und springt immer hin und her, weil die Geschichte von Rapture ist so allumfassend und jahrhundertelang und Jahrtausende alt. Und was dort passiert ist, ist nicht einfach plötzlich passiert, sondern ist ein großer Plan. Worum geht es im Endeffekt? Die Erde in der nahen Zukunft ist nicht zerstört, aber die Menschheit ist fast ausgerottet, weil irgendwann plötzlich so ein großes Schiff aufgetaucht ist, so ein großes Raumschiff vor der Erde. Und dieses Raumschiff war von einer alten Rasse, ein Ernteschiff, und es hat die Ernte eingefahren und die Ernte waren Menschen. Warum das so ist, wird erklärt, möchte ich aber jetzt hier nicht tiefer drauf eingehen. Ihr sollt das Buch ja auch nochmal lesen, wenn ihr möchtet. Auf jeden Fall wurde dann innerhalb von 6 Stunden wurde der Großteil der Menschheit wurde vernichtet. Und einige, die nicht geerntet wurden, waren im Endeffekt nicht erntefähig und deswegen haben einige Menschen überlebt. Und einige Monate, ich glaube sogar 2 Jahre später, nachdem das Schiff die Ernte eingefahren hat und immer noch irgendwie im Orbit kreist vor der Erde, tauchen plötzlich Engel auf und verwüsten oder versuchen, den Rest der Städte und Siedlungen zu vernichten oder zu verwüsten. Das ist die große Ausgangssituation. Das heißt, wir haben irgendwelche komischen Engel, die von offensichtlich aus diesem Raumschiff kommen. Wir haben Menschen, die sich in der New World Order neu zusammengefasst haben, die natürlich die New World Order, alle, die sich ein bisschen mit Verschwörungstheorien auskennen und nicht nur mit Wrestling, wissen ganz genau, dass es eine allumfassende Hintergrundorganisation ist, die schon seit Jahrhunderten existiert. Und die kommen da im Endeffekt ans Tageslicht und sagen, alles klar, wir müssen unser Name ist Programm, wir müssen eine neue Ordnung schaffen. Dann haben wir unsere 2 Fraktionen und als 3. Fraktion haben wir noch die hippen Dudes und Duderinas aus Atlantis, die eigentlich damals von den alten Aliens angewiesen wurden oder auf die Erde gesetzt wurden und angewiesen wurden, darauf aufzupassen, dass die Ernte später wunderbar erfolgreich ist. Aber die Atlanter haben sich dann irgendwann gesagt, so, ja, lass uns lieber herausfinden, was da für Dudes sind, die in ein paar tausend Jahren zurückkommen und uns irgendwie alle vernichten wollen. Und sind dann irgendwann nach einigen Kriegen dann auch irgendwie ins Meer gegangen und sind zu dem geworden, was sie jetzt sind, diese fischartigen Menschen. Das ist so die Hintergrundgeschichte. Und dementsprechend, weil es auch nicht mehr so viele Leute gibt, sind diese Kämpfe tatsächlich auch im Skirmish-Bereich. Ja, man spielt die mit einer Handvoll Figuren, 5 bis 10 Figuren ungefähr ist da die Spielgröße, je nachdem auch welche Fraktion man spielt. Und das Spiel versucht einige Dinge anders zu machen. Es ist ein klassisches W6-Spiel, das heißt, man muss W6er, also 6-seitige Würfel nutzt man und muss im Endeffekt dann die Ergebnisse erwürfeln. Klassisch ist es auch so, dass die Spieler alternierend ihre Figuren aktivieren. Jede Figur hat nicht eine bestimmte Anzahl von Aktionen, sondern hat Aktionspunkte. Und jede Aktion, die sie ausführen, kostet im Endeffekt eine gewisse Anzahl von Aktionen. Das heißt, dass eine Figur zum Beispiel auch mal nur eine Aktion machen kann. Eine Figur kann aber auch mal 3 Aktionen machen, je nachdem, wie viel die Aktionen kosten, die sie einsetzen wollen. Und zusätzlich zu den Aktionspunkten haben die
Figur noch Reaktionspunkte. Mit diesen Reaktionspunkten können sie auf einige Aktionen der Gegner reagieren. Zum Beispiel, wenn der Gegner sie angreift, dann, oder also versucht, den Nahkampf zu stürmen, können sie einen Gegenschuss machen. Oder wenn der Gegner auf einen schießt oder zuschlägt, hat man eine Reaktion darauf. Das heißt, die hat man nicht immer diese Reaktion und es ist auch nicht so intensiv wie bei Infinity, wo man unendlich viele Aktionen oder Reaktionen machen kann, sondern man muss schon haushalten mit seinen Aktionspunkten und mit seinen Reaktionspunkten, um dann im Endeffekt die Ressourcen, die jede Figur hat, individuell und auch am besten zu nutzen. Das kann durchaus knackig sein, je nachdem, wie man spielt und in welche Richtung sich das Spiel nachher entwickelt. Denn eine der interessanten Ansätze ist tatsächlich bei dem Spiel, dass nicht jeder die gleiche Mission hat. Normalerweise kennen wir es von solchen Spielen, dass Mission lautet, erober diese Punkte und wer mehr erobert hat, gewinnt. Bei dem Spiel ist es so, dass jeder Spieler eine Auswahl an Missionskarten hat. Er zieht dann drei oder er sucht sich drei dieser Karten aus und zieht dann zufällig eine von diesen drei Karten. Das ist seine Mission und der andere Spieler macht das auch. Das heißt, die beiden Spieler haben komplett asymmetrisch, weil sie unterschiedliche Ziele verfolgen. Logischerweise muss man versuchen, sein eigenes Ziel zu erreichen, aber das Ziel der anderen irgendwie zu verhindern. Und das sind insgesamt diese Kombinationen aus diesen ganzen Sachen, macht das Spielprinzip zumindest theoretisch relativ spannend. Was wir davon praktisch halten, das verrate ich jetzt nicht hier, da könnt ihr euch den Livestream nochmal anschauen. Ha, bin ich fies. Ich habe euch den hier nochmal verlinkt, beziehungsweise da oben, dann könnt ihr euch den auf jeden Fall nochmal anschauen und dann werdet ihr es sehen. Ja, das Regelbuch von Rapture ist ein Hardcover-Buch, das gibt es jetzt auch im Handel. Ja, das Buch von Rapture ist 196 Seiten stark und ist wirklich sehr schön aufgemacht. Also für ein Erstlingswerk und wo keine wirklich riesige Firma hintersteckt, muss ich sagen, sieht das ganze Ding sehr gut aus. Es war auch, ist tatsächlich ganz schön, dass die Macher sich einige Ratschläge auch eingeholt haben und auch auf Kritik reagiert haben. Ich hatte nämlich damals kritisiert, dass zum Beispiel sowohl die Regeln, die sie zum Download damals hatten, als auch das Design der Spielkarten sehr konfus und durcheinander gewirkt hatte und dass ich das Design nicht so schön fand. Und das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Also wenn wir hier durchgucken, das es wirkt jetzt alles wie aus einem Guss. Wir haben das Gefühl, auch das funktioniert alles miteinander und es wirkt nicht wie ein Flickenteppich irgendwie aus Stock-Footage. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Es ist alles gut lesbar. Es gibt gute Bilder für die ganzen Bewegungen, für Blocken und drum und dran sehen wir hier, das ist alles sehr schön bebildert. Der Regelaufbau in dem Buch, man muss schon aktiv dabei sein, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ein neues Kapitel manchmal so mitten in der Seite beginnt. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Ich habe das in der Zugfahrt, habe ich das Buch durchgelesen, zumindest den Regelteil. Und da habe ich mich gewundert, dass dann plötzlich so ein neues Kapitel irgendwo hier mittendrin anfängt und das auch irgendwie nicht so wirklich, ich nicht so das Gefühl hatte, dass das mit dem der vorigen zusammengepasst hat, wo es alles über den Überbegriff war. Also es gibt ein Kapitel, ich kann das ja gerne einmal zeigen, und zwar der Spielablauf auf Seite 30. Der Spielablauf beginnt erstmal mit richtig messen. Und ich hätte jetzt gedacht, dass solche Sachen, die man richtig misst, dass das irgendwie nicht in den Spielablauf kommt, sondern vielleicht irgendwie so davor und Sichtlinien bestimmen. Ja, das ist wichtig und das ist gut zu wissen. Aber dann beginnt, dann wird hier zum Schluss nochmal gesagt, es wird abgerundet und dann beginnt hier mittendrin die Vorbereitungsphase. Und wenn ich ehrlich bin, beim Spielablauf hätte ich tatsächlich, also ich war echt verwirrt. Ich hätte echt gedacht so, eigentlich hätte der Spielablauf, muss doch ganz am Anfang erklären, in meinen Augen, okay, das Spiel ist in so und so vielen Phasen aufgelistet und jetzt Phase so und so in die Richtung. So bin ich es irgendwie, vielleicht bin ich es auch nur gewohnt, aber ich habe das Gefühl, so ist das didaktisch ein bisschen klüger und die Sichtlinien und richtig messen hätte ich wahrscheinlich nicht direkt in den Spielablauf gesetzt, sondern woanders. Also das ist vielleicht auch nur meine persönliche Wahrnehmung, das fand ich tatsächlich ein kleines bisschen seltsam. Der Rest ist aber vollkommen okay. Also es ist sehr schön, dass sie hier nochmal die ganzen Aktionen erklären, welche Aktionen Reaktionen auslöst. Das ist schön übersichtlich und hier nochmal gibt es genau für die ganzen Aktionen gibt es noch eine Tabelle. Das wirkt alles tatsächlich irgendwie am Anfang, wenn ich das so erzähle, viel komplizierter als es ist. Es ist überraschend simpel, denn die eigentlichen Regeln, nehmen wir das Gelände mal raus, und die eigentlichen Grundregeln, ja, bestehen, Spielaufbau gehört auch mit dazu, bestehen ja gerade mal aus 40 Seiten. Und das ist alles unterbrochen mit extrem viel Bildern und großen Grafiken. Also das finde ich ist wirklich sehr, sehr gut. Hier wird nochmal schön dargestellt, verschiedene Ebenen, wie man was sehen kann und so. Also da muss man sagen, bis auf diese ein, zwei Sachen, die ich da anzumerken hatte im Negativen, haben sich echt Mühe gegeben, viele der Sachen, wo man sich fragen könnte, wie, was, wo, das wirklich gut darzustellen. Außerdem gibt es noch Erweiterungen.
wie zum Beispiel eine Kreaturenerweiterungsbox oder eine Lootbox. Das haben sie hier zum Glück alles noch mit reingesetzt. Da muss man sich kein extra Buch kaufen. Die Regeln befinden sich hier drin. Man muss einfach nur die extra Boxen dafür haben. Das Spiel braucht tatsächlich eine ganze Menge Schablonen für unterschiedliche Missionsziele, für unterschiedliche für Munition teilweise, für Blocken bzw. irgendwie Deckungsmarker, die man haben kann, für die Reaktion, für die Aktion. Es gibt in dem Spiel gibt es einen Spielmodus, der ist tatsächlich wie Splatoon. Das heißt, man muss durch das Spielfeld laufen und muss dann überall seine Farbe hinsprühen. Das finde ich tatsächlich, ist ein Modus, den will ich eigentlich mal ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Weil der klingt überraschend, also der klingt für den Tabletop schön frisch. Und den möchte ich tatsächlich dann mal ausprobieren. Ja, natürlich besteht Rapture nicht nur aus dem Buch, sondern Rapture ist ein Spiel, das auch eigene Figuren hat. Die Figuren hatte ich tatsächlich schon mal vorgestellt auf meinem Kanal. Da habe ich mal ein Review zugebracht zu den Atlantern. Habe ich auch nochmal verlinkt dazu, das Video. Aber ich denke, man kann trotzdem über die Figuren reden. Tatsächlich eins der wenigen Spiele, wo ich hier, während ich etwas dazu mache, schon bemalte Figuren habe. Ist das nicht toll? Ja, das liegt daran, dass ich tatsächlich die Atlanta habe ich mal, als die Kampagne noch lief, habe ich abends in zwei Abenden komplett fertig bemalt. Ich hatte mir gedacht, alles klar, du musst mal schnell was fertig malen. Deswegen habe ich tatsächlich nur mit Contrast und mit den Instant Paints gearbeitet von Scale, also CAD und Scale. Und habe damit wirklich die ganzen Grundfarben gemacht. Und das ging super, super fix. Habe dann mit den Scale-Farben, weil die ein bisschen dunkler und gesättigter waren, die Vertiefung und Schatten nochmal ein bisschen gemacht und ganz am Ende noch ein bisschen Gold natürlich im klassischen Sinne und Metall im klassischen Sinne raufgemalt. Das ging richtig, richtig fix. Und die Engel, die musste ich für die Mac dann noch bemalen. Da habe ich auch relativ easy mit Grundfarbe in Gold grundiert. Das hilft schon mal eine ganze Menge. Und dann ein bisschen mit der Airbrush ein bisschen hellere Sachen gemacht, gewasht dann nochmal. Und ja, das war es dann im Endeffekt auch. Aus den Figuren, wir sehen die Figuren, die sind sehr, sehr detailliert. Ja? Man kann da mehr draus machen, als das, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt hier wirklich nur extremes Speedpainting gemacht. Man kann aus den Figuren sehr viel mehr rausholen. Schaut mal, wie detailliert die sind. Das heißt, wenn ihr richtig gut malen könnt und richtig Zeit investieren wollt, dann könnt ihr da auch eine ganze Menge rausholen und müsst jetzt nicht so einen Schnellschuss machen, wie ich das hier gemacht habe. Ich würde sagen, das ist eine gute Spielqualität und das sollte für mich auch reichen. Aber ich wollte tatsächlich einfach irgendwas fertig haben. Aber das, wie gesagt, die Figuren geben definitiv viel mehr her als das, was man hier sieht. Es ist auch so, das kann ich hier einfach nochmal zeigen, die Figuren bestehen auch aus dem sogenannten Zeocars. Zeocars hatte ich mit diesem Adventskalender schon mal drin gehabt. Das ist im Endeffekt eine Art Resin, das sehr, sehr flexibel ist und ist so gerade so die Technik, die die Miniaturenwelt erobert, ein kleines bisschen. So, hier haben wir zum Beispiel den Starter von der New World Order. Und wir sehen hier, die Figur kann man relativ leicht biegen, ohne dass sie abbricht. Ja, das ist die Flexibilität, die Zeocars liefert. Und trotzdem hat sie noch echt enorme Details. Ich meine, guckt euch mal das mal an, das ist echt cool. Der Nachteil bei dem Zeocars ist tatsächlich auch, und das war auch hier so, dass das gerade ein bisschen schwieriger ist. Ich hatte einige, die sogenannten Mode Lines, also die Linien, vom Guss an den Seiten der Figuren, gerade bei den Engeln waren da, bei den Flügeln waren da einige. Da muss man wirklich ein starkes oder ein scharfes Skalpell haben und das vernünftig zu entgraten. Da muss man ein bisschen Zeit investieren und das nicht so machen wie ich, weil bei mir ist es so, wenn ich sowas mache für die Sendung, dann ist es immer irgendwie schnell, schnell, schnell. Hauptsache, es ist irgendwie fertig. Aber da könnt ihr und solltet ihr auf jeden Fall auch mehr Zeit reinstecken. Was ich nicht entdeckt habe und das ist auch ganz gut, sind irgendwelche Gussfehler oder irgendwelche Einschlusslöcher in der Oberfläche, wobei ich auch gar nicht weiß, ob das beim Zeocast genauso ist wie beim normalen Resin, dass sowas überhaupt passieren kann. Also hatte ich da auf jeden Fall noch gar nicht gehabt. Ja, die Qualität der Miniaturen ist richtig cool. Das Design ist tatsächlich eine Mischung zwischen sehr cartoonig und irgendwie ganz cool und trotzdem ganz weird. Ist es seltsam. Also tatsächlich muss ich sagen, das Design der Menschen, die so ein bisschen auf den Infinity-Stil gehen, den ich ja eigentlich mag, finde ich leider, okay, vollkommen ausreichend. Ist jetzt für mich nicht das Ding, wo ich sage, boah, Infinity kann einpacken. Da sind die Figuren tatsächlich noch ein bisschen steif. Ne? Also hüftsteif, sage ich mal ganz gerne. Man sieht zwar, was sie machen, die bewegen sich, aber irgendwie agiert dann der Oberkörper separat vom Unterkörper. Damit bei, wenn wir uns zum Beispiel mal Eleanor angucken, oder Steve Wang, das ist auch noch sehr in diese Richtung. Das empfinde ich bei den Atlantern zum Beispiel nicht so. Bei denen wirkt das tatsächlich alles noch ein bisschen schicker, ein bisschen besser. Und bei den Engeln, da kann man sowieso relativ wenig zu sagen, weil das sind einfach sehr abstrakte Figuren, die zwar einen Menschenkörper haben, aber
das funktioniert schon einigermaßen, so wie die da irgendwie durch die Gegend laufen. Es gibt noch eine Erweiterungsbox mit Kreaturen zum Beispiel. Die ist tatsächlich sehr cool gemacht. Da gibt es den Wendigo. Das Beste, was da tatsächlich aber ist, ist der Wolpertinger und Jimmy Contraband. Weil das sind der Jimmy Contraband ist dann zum Beispiel, also das sind alles neutrale Figuren, aber der Contraband ist ein Händler. Und es gibt dann tatsächlich auch Regeln, dass man tatsächlich zu den neutralen Figuren hingehen kann, wie dem Händler, und dann während des Spiels dann Sachen kaufen kann. Und das sind sehr nette Ideen, die man so in einem klassischen Wargame-Tabletop eigentlich noch gar nicht gesehen oder zumindest sehr selten gesehen hat, sagen wir es mal so. Und das in allem Großen und Ganzen ist Rapture tatsächlich. Es ist eine sehr, sehr schöne Idee, die hier verwirklicht wurde. Und ich muss gestehen, ich habe erst ein Spiel gemacht. Ich muss ein paar mehr Spiele machen, um das richtig zu durchdringen, das Ganze. Aber theoretisch klingt das alles sehr spannend. Und auch mit der Optik, da muss man sich ein bisschen, also ich persönlich muss mich ein kleines bisschen mit der Optik anfreunden der Sachen, weil die dann doch relativ abgefahren sind. Und gerade die Fraktion, wo ich dachte, ich finde die am schönsten, finde ich optisch am schwächsten. Aber eher vom Design. Die Qualität ist richtig, richtig gut. Aber das soll ja auch gar nicht das Problem sein. Geschmäcker sind ja unterschiedlich und ich finde sie ja nicht schlecht, sondern einfach gewöhnungsbedürftig. Aber ich meine, der Typ ist großartig, ja. Ich meine, der läuft über Land auf einem großen Oktopus. Und dann stellt man dann noch zwei weitere Bases mit Tentakeln direkt daneben. Und dann gibt es halt Regeln für Einzelfiguren, es gibt Regeln für Verbände und es gibt dann Regeln für Einheiten. Und es klingt alles komplizierter, als es ist im Endeffekt relativ easy. Wenn man sich ein Starter-Pack holt, sind dann noch die Schnellstartregeln mit dabei. Das ist ganz schön. Und man bekommt das vollständige Regelbuch. Das ist zum Download. Echt? Kriegt man das for free? Wirklich? Rapture? Gravity Bay? Wirklich? Tatsächlich. Aktuell ist das noch nicht online, aber wenn man das einscannt, wird da tatsächlich das Regelbuch als PDF zur Verfügung stehen. Das ist natürlich großartig. Das heißt, wie gesagt, noch sind sie dabei, die Unterstützern für Kickstarter den ganzen Kram zu schicken. Aber offensichtlich kann man dann das Online-Regelbuch, also man hat die Schnellstartregeln hier in den Startern drin und kann dann aber das ganze Regelbuch dann online als PDF sich runterladen. Das ist gut. Und ich glaube, das brauchen auch Spiele, die neu auf den Markt kommen, dass man kostenfrei in die Regeln kommt, damit man sich auch die schönen Püppis dazu holt. Tja, was haltet ihr denn jetzt von Rapture? Konnte euch das überzeugen, was ich euch hier gezeigt habe, oder ist das gar nicht euers? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, aber idealerweise guckt ihr euch erst den Livestream an, wo wir das gespielt haben von der Mac, und dann kommt ihr her und schreibt das nochmal drunter. Das würde mich nämlich interessieren, was ihr davon haltet und ob die Vorstellung bzw. das Gefühl, was ich habe, habt ihr es genauso? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und natürlich auch, welche der drei Fraktionen die eure wäre, welche ihr am interessantesten findet. Ich weiß, es sollen noch mehr Fraktionen kommen, denn auf der Rückseite des Regelbuches stehen tatsächlich noch mindestens zwei weitere Fraktionen drin, die bei der ganzen Geschichte mitmischen. Aber man sollte mit drei erstmal anfangen. Das ist gut, hat StarCraft auch gemacht und auch nie erweitert. Aber ist ja ein Evergreen gewesen. So, kommentieren, liken, Abo drücken und die Glocke. Würde mich freuen. Und dann gibt es morgen das nächste Adventskalender-Türchen. Dankeschön. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.